Ich bin ein Franziskaner, ich habe eine braune Kutte, ich esse viel Schokolade, du isst viel Milchschokolade. Aber erklär mal, was ist dieser Collar? Das ist ein Zeichen für den Priester, wo ich diesen weißen Kragen habe. Den kann man auch rausnehmen. Den kann ich auch dafür verwenden, wenn man eine Visitkarte einmal ausgeht, um die Telefonnummer draufzuschreiben. Aber ansonsten ist es ein erkennbares Zeichen. Ich möchte Priester sein, ich bin Priester. Ich stehe zur Verfügung von der Wiege bis zur Bahre. Ich möchte Menschen begleiten vom Anfang ihres Lebens bis zum Ende und möchte diese Liebe Gottes verdeutlichen, dass Gott dich immer umarmt, dass Gott für dich da ist und dir alles schenken will, was du brauchst, dich befördern will in allem Guten und dir helfen will, deine Talente zu erkennen. Wie kannst du sie am besten für andere Menschen einsetzen? Wie kannst du Herzensfrieden für dich gewinnen? Das ist eine ganz schöne Aufgabe als Priester, die ich hier mit diesem äußeren Zeichen, das ist wenig, wenn das Herz nicht dazu stimmt.